der Schweiz und haben uns dort die Brauereien angeschaut. Unter anderem haben wir uns die Bohrdorfer Brauerei angeschaut, Schützengarten und Freiburg. Und wir haben dort eben auch einen Braumeister getroffen und seine Biere probiert. Und das ist der Richard, das ist der Mann hier. Also, und seine Biere, die waren wirklich sehr, ganz was Besonderes. Also solche Biere haben wir wirklich selber sehr selten getrunken. Und wir haben ihn dazu eingeladen, mal zu uns nach München zu kommen und beziehungsweise gefragt, ob er nicht Lust hätte, mal bei uns in München mal ein Sondersuch zu machen. Und er ist tatsächlich ein paar Wochen später gekommen und hat eben zusammen mit uns so einen Sondersuch, so einen hellen Bock gebraut. Danach haben wir, wie man es hier sieht, so große Whiskyfässer besorgt vom Bodensee, wo früher 10 Jahre lang Whisky gelagert wurde. Ich finde, dass er sehr, sehr ausbalancierte Biere macht. Also es geht bei diesem Whiskybock nicht darum, dass es sehr intensiv nach Whisky schmeckt. Wir wollten wirklich, dass eine rundes Bier ist, das ist nach wie vor immer noch ein Bier, aber es soll eine runde Geschmacksrichtung sein, also ausbalanciert sein. Und ich finde, dass ihm das sehr gut gelungen ist. Das ist nach wie vor ein Bock, ein heller Bock, was mit sehr hochwertigen Produkten, also Rohstoffen hergestellt ist. Und eben hat so dieses leichtes Holz- und Whisky-Aroma. Und das ist das, was uns eben bei diesem Whisky-Bock von den anderen unterscheidet. Wie viele Flaschen sind noch vorrätig und wie sind die Chancen? Wir haben genau 400 Flaschen gehabt und also wie viele es sind, könnten wir, also ich schätze um die 50, 60 vielleicht, oder? Grob geschätzt. Wie viele waren es insgesamt? 400 Flaschen. Also man muss sich beeilen, um was abzubekommen. Ja, natürlich, natürlich. Bei welchem Preis liegen wir? Also eine Flasche kostet 18 Euro. Mhm. Genau.